Da hat gerade einer angerufen. Ein Doktor, er braucht einen Fahrer. Interessiert? Ich bin kein Mediziner, ich bin Musiker. Ich gehe bald auf Konzertreise in den tiefen Süden. Worin haben Sie sonst noch Erfahrung? Öffentlichkeitsarbeit. Irgendwelche Vorbehalte für einen Schwarzen zu arbeiten? Sie in den Südstaaten? Da gibt's sicher Probleme. Versprich, dass du mir schreibst. Ich versprich's. Riecht das nicht gut? Fried Chicken, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Euer Eins liebt doch Fried Chicken. Ihre Meinung über mich ist wirklich spezifisch, Tony. Ja, oder? Ich bin gut. Wir werden bei den vermögendsten Leuten dieses Landes verkehren. Ihre Ausdrucksweise könnte etwas Schliff vertragen. Affanabler, warum gehen Sie mir so auf den Sack? Weil Sie es besser könnten, Mr. Vallelonga. Liebe Dolores. Ich habe Dr. Shirley Klavier spielen sehen. Ich glaube, er ist ein Genie. Na los, nehmen Sie. Ich möchte keine Fettflecken auf meiner Decke. Ich mag keine Fettflecken auf meiner Decke. Dieser Gentleman sagt, ich sei hier nicht erwünscht. Tut mir leid, Sir. Wie kann er denen allen lächelnd die Hand schütteln? Weil man Herz braucht, um die Einstellung der Menschen zu ändern. Was machst du da? Schreib einen Brief. Darf ich? Liebe Dolores, manchmal erinnerst du mich an ein Haus. Ganz schön armselig, Tony. Schreib lieber das. Von dir getrennt zu sein, bringt mich fast um den Verstand. Mich in dich zu verlieben. War für mich die einfachste Sache der Welt. PS-Kuss an die Kinder? Das ist wie eine Kuhglocke am Ende von Schostakowitschs Siebter. Ist das gut? Das ist perfekt, Tony. Aussteigen! Gewalt siegt nie. Gewinnen kann man nur mit Würde. Du kennst deine eigenen Leute nicht. Du, Mr. Big Shot, gibst Konzerte für die Reichen. Wenn ich nicht schwarz genug bin und nicht weiß genug, dann sag mir doch, Tony, was bin ich? Jeder kann sich anhören wie Beethoven. Aber die Musik, die du machst, kannst nur du allein. Was machen wir mit den Knochen? Ganz einfach. Heb ihn auf, Tony. Die fressen eh die Eichhörnchen. Heb ihn auf.